Hallo DWZ-Fans, was für eine Schockmeldung, oder? Die Lindenstraße wird abgesetzt. Zum Glück nicht diese hier. Hier in der Nähe von Hameln in Rumbeck bin ich fündig geworden, das ist die Lindenstraße hier bei uns, zu Hause, und die bleibt zum Glück. Und die Anwohner hier finden ihre Lindenstraße auch viel schöner als die, die im Fernsehen läuft. Eine sehr schöne Straße, weil es eine echte Lindenstraße ist und du super mit den Hunden spazieren gehen kannst. Ich wohne gerne in der Lindenstraße, weil es hier absolut klasse Nachbarn sind, eine tolle Straße ist und wir hier eine richtig gute Nachbarschaft haben. Wir machen alles zusammen, Garten an Garten, man unterhält sich und ich möchte nirgendwo anders wohnen. Ja, es ist wirklich schon sehr idyllisch hier in Rumbeck, in der Lindenstraße. Aber gibt es auch etwas, was nicht so gut ist? Ja, doch. Die Linden. Die Linden sind ja Lindenstraße, aber sie müssten auch mal von der Stadt doch etwas geschnitten werden, dass die Anwohner die dicken Äste nicht aufs Autodach bekommen. Da müsste doch ein bisschen was getan werden. Was nicht so gut ist, sind tatsächlich die Linden, weil du das ganze Jahr Arbeit hast. Und die Internetverbindung, das gilt für das ganze Dorf, ist eine Katastrophe. Ja gut, ohne Linden aber auch keine Lindenstraße. Und abschließend sind sich alle Einwohner einig. Es ist halt ein schönes Dorf und eine super Lindenstraße. Das ist sie also, die Lindenstraße. Nicht die aus dem Fernsehen, sondern die aus unserem Landkreis. Die im Fernsehen wird ja leider bald abgesetzt. Diese hier, die bleibt. Hoffentlich.